Willkommen zu meiner kurzen Kartenbotschaft in Red auf Rot, jeden Morgen in Verbindung mit dem Bergkristall als Ablage. Und wir schauen einfach mal, was der Tagesimpuls im Hier und Jetzt ist. Ich habe heute mal Krafttierkarten. Und eine steht hier ganz fresh raus. Manche Karten springen einfach nicht. Visualisiere deine schönste Zukunft und lebe es in sie hinein. Wie schön ist das denn? Als ich zu meinem Kartentisch gegangen bin, ich war noch nicht dort, wo die vielen Karten liegen, ist eine Karte aus meiner Schatzkiste heruntergefallen. Und die hieß, Wunden heilen durch schöne neue Erfahrungen. Und wumm, bekommen wir den Adler, der uns sagt, visualisiere deine schönste Zukunft und lebe in sie hinein. Und das bedeutet, du kannst schöpferisch tätig sein. Schöpferisch tätig sein, jawohl. Du kannst dir vorstellen, du kannst deine Kreativität entfalten und kannst genau das tun, was die Karten dir hier vorschlagen, wenn du magst. Und das bedeutet, aufs Nervensystem umgesetzt, dass du ein neues Netzwerk entstehen lässt. Und es liegt an dir, wie sehr du es nährst, ob du da täglich dran gehst oder nicht magst. Ich meine, wie ist ja alles eine freie Entscheidung. Und das bedeutet auf jeden Fall, dass du dir ein neues Netzwerk knüpfst. Die Spinne webt ein neues Netz. Und das ist ganz wichtig, damit das alte Netzwerk, bezogen genau auf dieses Thema, an Kraft verliert. Und gucken wir mal. Also, visualisiere deine schönste Zukunft und lebe in sie hinein. Wunden heilen durch neue Erfahrungen. Je mehr du dir deine Zukunft visualisierst, das ist der Beginn des Knüpfen eines Netzwerkes durch dich selbst. Damit wird dann auf dein Thema bezogen. Hat ja sicherlich jeder einen anderen Glaubenssatz, wobei ein Glaubenssatz schwirrt gerade sehr schön durch die Gegend bei vielen. Und dann wird dein Stresstoleranzfenster größer und dann kannst du die neuen Erfahrungen sammeln, weil du dann bereit dazu bist. Und das Tarot der Elfen sagt, damit wird eine tiefe Wunde heilen. Weil bei diesem Tarotdeck ist es für mich wirklich, da fliegen die Schmetterlinge, da im Herz ist der Regenbogen verteilt, da kommt Wandel rein für diesen Anteil, der nicht an die von dir ersehnte, gewünschte Zukunft glaubt oder Angst davor hat. Und ich stelle fest, wenn der Knöchel, ich habe meinen Knöchel verstaucht und wenn der pocht, bin ich kurz ganz im Schmerz drin. Das heißt, du kannst hier jetzt etwas heilen lassen, sodass deine Träume, deine Wünsche und deine Visionen wahr werden können. Der Drache der Weisheit begleitet dich und vielleicht magst du ihn in dein neues Spinnennetz mit integrieren. Ja? Herzensweisheit. Uralte Weisheit. Schau einfach mal, wie wundervoll majestätisch er in seiner Weisheit hier sitzt. Und es geht um dich. Es geht ganz allein um dich. Und wenn du jetzt, und zwar um deine Gefühlswelten. Also ist es egal, ob du Mann oder Frau bist. Es geht um Gefühlswelten. Also geht es um Welten,
Welt. Darum, dass ein innerer Anteil. Ja, genau, das heißt aufhören. Nein. Ach, jetzt wird's nicht lustig. So. Verzeiht's mir, das ist mein Süppchen, dass ich mir. Jetzt habe ich wieder nicht hier getippt. So. Ich nehme CBD-Öl und das merke ich immer so in meinem Hirnchen. Und es geht um deinen männlichen Anteil, um deinen inneren männlichen Anteil, der dich aktiv das tun lässt, was die weiblichen Anteile an Impulsen zu dir bringen. Ja, Frau, Passivität, empfangen, Impulse, Intuition, Mann, männlich, aktiv, umsetzen. Oder in der Liebe bedeutet es, dass vielleicht du dir schon eine Zukunft webst, die mit der Liebe zu tun hat und ein innerer Anteil hat. Da echt noch Angst gehabt aufgrund, es kommen gerade nicht nur Verletzungen aus diesem Leben, sondern auch alter karmische Verstrickungen. Und du bist nun bereit, da aktiv dran zu gehen. Oder du hast die Chance, das jetzt zu verändern. Okay, mein 6 Minuten will ich doch gar nicht. Alles, alles Liebe. Bye, bye. Peace and love.